Hallo, hier ist FinnFinnGamer und ich präsentiere euch jetzt den letzten Quest-Teil von ganzen Spiel. Danach werde ich nur noch den Endboss zeigen. Wir beginnen mit den zwei Quests, die wir annehmen müssen, jetzt wo wir das Boot benutzen können. Dann geben wir die Quest hier ab und ja, jetzt können wir das Boot benutzen. Die kleinen Quests, die ich jetzt angenommen habe, da geht es darum, dass wir für einen Papagei finden müssen. Und für den anderen müssen wir einen Schatz finden. Ich zeige euch jetzt erstmal verschiedene Inseln, auf denen wir es machen müssen. Weil die erste Insel, die auf den Trümmern ist, X Island, aber da können wir bis jetzt nichts machen. Wenn ihr weiter nach links fährt, kommen wir zu Skeleton Island und da finden wir dann den Schatz für den Quest, den wir eben angenommen haben. Den Generic Pirate Treasure. Und dafür müssen wir einfach nur einen von den Skeletten killen. Und der droppt dann. Die Skelette hier spawnen nur, wenn man an diesen brennenden Flammenteile vorbeiläuft. Der nächste Quest schafft ihr, wenn ihr auf Ram Island geht. Ram Island ist weiter im Norden, aber immer noch recht nah. Da müssen wir jetzt den letzten Gram Quest sozusagen machen, mit der letzte Gram Queen. Das ist eigentlich kein Problem. Besonders mit Spinning Tomahawk, also besonders mit Level 18. Man sieht hier, ich habe auch fast gar keine Lebens-Heil-Items mehr, weil ich brauche die gar nicht mehr. Naja, fast Two-Hit mit dem Alien, mit der Gun, also fast Two-Hit. Alle diese Gegner auf den Inseln droppen auch noch die besten Versionen der Waffen. Ihr werdet sogar noch mega super awesome Spinning Tomahawk haben. Und das wird den nächsten Bossfight auf 4 Sekunden unterbringen. Naja, es ist wie jeder Gram Queen Fight. Ja, bis auf den ersten und den zweiten, da waren wir sehr, sehr underleveled. Musste man kiten. Aber das One-Hit oder Two-Hit, das ist, glaube ich, wir werden sehen. Ja, das ist Teil des Level 18. Ein Alien Gun und dann. Ja. Das Alien. Ein Alien-Gunschuss macht schon über 50%. Das war. Ich glaube, wir haben schon jetzt über 100 Quests gemacht und jetzt werde ich das kaufen, was einfach das Game zu einfach macht. Nämlich den roten Runestone für den Mega. Für das Spinning Tomahawk. Was den Spinning Tom. Ich habe hier jetzt noch Level 2, ich krieg Level 3 erst in der kurzen Zeit. Aber ja, hier habe ich es jetzt aus dem vergessen, weil man muss, um dieses Spezialangriff zu aktivieren, beide Maus gleichzeitig drücken. Hier haben wir jetzt den Piraten. Das Piratenhuhn. Ich habe hier versucht. Ja, hier, perfekt Block. Und jetzt zeige ich die mächtige. Jeder dieser Stacheln, die man auch noch verschießt, macht genauso viel Damage, wie wenn man getroffen wird von nah. So ist es mir dann auch noch möglich, zum ersten Mal ein Thongolith wirklich mit einem Fight zu machen. Das wird der längste Thongolith sein. Und hier ist auch endlich die letzte Höhle. Und wir werden jetzt auch noch unseren lieben Freund Flame Tomahawk in Action sehen.
jetzt noch ein Hit und dann haben wir Justice. Also noch zwei. Und ja, jetzt werden wir sehen. Sogar die Gegner, die einfach nicht in unserer Nähe sind, werden gewone-hitted. Ach, das Spiel ist macht so Spaß, wenn man das endlich erreicht hat dann. Auf der ganz linken Seite der Karte finden wir die Frozen Island. Also links neben dem Nordpol, wo wir zwei von diesen Giants killen müssen, um diese vereiste Kacke zu kriegen. Der letzte Quest will einmal stranken. Das sind einfach nur Two Heads mit der Alien Kern. Und er gibt ein viel XP. Ich bin jetzt sogar Level 18 auch. Um diesen letzten Quest zu machen, dass wir den Nordpol beschiffen können, müssen wir. Naja, fängt an zu singen. Müssen wir einmal rumrennen. Einmal ganz rumrum segeln, das zeige ich auch noch den Rest davon. Hier am Spider Island haben wir auch die letzte, vorletzte Flagge. Und hier kriegen wir auch den Level 3 Railroad Sledgehammer. Macht trotzdem nicht so viel Damage, also es lohnt sich nicht, den zu benutzen, finde ich. Ich behalte meine Combo ganzen Spiel über. Und hier ist der letzte Pirat, für den wir brauchen, um die Schatzkarte vollständig zu machen. So, ich werde jetzt ja eine ganze Umsiedlung um den Nordpol machen, der natürlich hier in der Mitte ist. Macht natürlich keinen Sinn, aber ich muss den ja irgendwo haben. Wenn ihr irgendwie Probleme habt, die letzten Leute zu finden von den Schatzkarte, und ihr wollt jetzt nicht in den letzten Videos von mir nachgucken, merkt euch einfach, dass es einer in Scurvyville ist und die letzten vier sind in jeder Ecke der Karte, deswegen ja Spider Island, Blood Mountains glaube ich eine, dann ich müsste jetzt die Karte eigentlich vor mir haben, aber jedenfalls, und einer Dark Forest und Jungle. Ja, das sind alle. Und wir haben jetzt auch fast die eine Boje und Kreuzen und dann einmal rumgefahren. Und könnten jetzt natürlich schon das Spiel beenden, also die letzten beiden Bosse angehen. Aber ich werde jetzt erstmal jeden einzelnen Quest noch beenden, den es noch im Spiel gibt. Dafür müssen wir zu X-Island gehen und diesen Schatzbergen, da müssen wir nur den Kapitän hier, der aber nicht sonderlich lang lebt, und wir haben ja das Super Spinning Tomahawk jetzt gekriegt. Hier habe ich endlich rausgefunden, wo der letzte Flaggenstand ist. Nämlich bei Wardens Factory, das habe ich beim letzten Mal vergessen. Und jetzt kommt eine Story-Sequenz. Justice is about to be served. Evil vanquished and the trodden and down in the dead. Ready, boys? With another evil wearer of the corrupt thongs within Deathspank's grasp, he becomes the leader he was meant to be. The leader he was destined to be. Look to your left, look to your right. See you at the victory party. Let's move. The fighting went on all day. Taking that beach took its toll in blood, sweat, and innocence. Inch by inch they pushed forward. Santa's little orcs gave ground slowly, fighting for the evil jolly man. But their will soon gave out to the defender of justice.
The day's battle was at an end, but the final push to Santa's lair was still to come. So, das war jetzt diese kleine Story-Events. Natürlich gemünzt auf den D-Day im Zweiten Weltkrieg. Und hier ist der letzte Quest im Game. Der nicht, naja, also nicht, der nicht zu den Story-Quests gehört. Wir müssen den letzten Song gelöst, den Song des Generosity, aufladen, also dieses Gerät. Und, ihr werdet das gleich sehen, also ich benutze am Anfang noch die Standard-Taktik, bis ich meinen Justice-Meter voll habe. Ich versuche die ganze Perfect Block zu machen, aber es ist schon ein bisschen schwerer, weil ich nur, ja, jetzt habe ich es hingekriegt und jetzt, naja, los geht's. Da ich die Dings habe, geht es auch alles von Weitem, habe gerade Level Up zu Level 20 gekriegt. Yay, Full Level. Und Level 20 bedeutet nochmal Full Justice. Ja, und deswegen habe ich da auch mal fett aufgemacht. Und habe sogar mit Falten geschafft, hier diesen Song oder Instrument zu chargen. Und das war eigentlich der letzte Quest im Game. Nun können wir direkt zu Santa laufen, aber wenn wir versuchen, ihn zu besiegen, sagt er ganz laut ho ho ho. Und wir werden wachen plötzlich hier auf. Und wenn wir dann durchgehen, sehen wir, dass wir drei verschiedene Händler haben. Und damit wir weiterkommen, muss die beiden außen gemacht werden. Also umgeschaltet werden und der Mitte nicht. Und da kommen wir jetzt zu Rudolf. Und den müssen wir halt umbringen und der droppt dann das Geweih. Und mit dem Geweih haben wir, können wir uns dann von dem bösen Ho 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 von unserem lieben Freund Santa schützen. Kein recht schwerer Kampf, dieser kleine Miniboss. So, jetzt kommen wir zum Bossfight und nicht sonderlich lang dauern. Sogar ein Timer gleich unten eingebaut, damit ihr sehen kann, wie einfach das ist. Naja, hier habe ich ein bisschen Probleme mit, dass ich mich verdrückt habe. Gewundert habe, warum ich kein Dings anziehen konnte. Keinen neuen Kopf. Da habe ich gemerkt, ich habe keinen Kopf, sondern die Schultern. Aber jetzt habe ich es gemerkt und jetzt fängt der Fight auch an und hört abrupt wieder auf. Also 1, 2, 3 und 4. Story. One more corrupt thong wearer stands before the great vanquisher of evil and dispenser of justice, moments away from death. You can't kill me. You don't want to be known as the guy who killed Santa. As with the other evil wearer of the thongs, the mysterious yet charming Sandy shows up to perform the ritual removal. Der nächste Part ist der finale Teil und bis dahin. Great. Fine.